Hier ist dein Herz, das dir was sagen will. Geräuschkulisse, laut und mächtig, hier wächst das Ego und gedeiht ganz prächtig. Den Fernseher auf laut und schnell durchgezeppt, aus dem Radio ertönt der geilste Rap, das Handy am Ohr, die Zeitung in der Hand, mit viel Schund und Dreck, ja hier kannst du lesen allerhand. Computer und Spiele dürfen auch nicht fehlen, durchs Internet muss ich mich auch noch quälen. Der Technikdruck wird immer größer, die Social Networks immer besser. Ich muss noch schnell ein WhatsApp schreiben, muss twittern, posten und noch mailen. Lass mir gern die Zeit von denen welchen stehlen. Die Zeit? Für was? Für wen? Warum? Da treibt sich eine Frage rum in meinem Kopf und macht sich breiter. Wie geht es eigentlich mit uns weiter? Die Sorgen, Ängste und auch Nöte, hier sprach ja auch schon einmal Goethe, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Das passt zwar jetzt nicht wirklich rein, denn ihr müsst mir da jetzt schon verzeihen, ein Mensch, der ständig mit der Technik ringt, bei mir die große Warnleuchte blinkt, der ständig seinem Verstande mächtig, wie schon gesagt, das Ego gedeiht prächtig, kann ich doch nicht blindlings vertrauen, der, wenn er nicht einmal kann, in sein Herz hineinschauen. Hör mal auf und sei kurz still. Hier ist dein Herz, das dir was sagen will. Dieser Illusion und ließ ihn los. War oft nicht so einfach. Welch Erleichterung! Von Zeit zu Zeit klopft er noch an meine Tür und ich habe alle Hände voll zu tun, ihn nicht reinzulassen. Warum? Sein einziges Bestreben liegt darin, einem mit Hochmut und Intoleranz zu begegnen. Zum Glück kam ich dieser Illusion auf die Schliche. Thank you.
Delfine sind wunderbare Geschöpfe und überdies auch sehr kluge Köpfe. Sie stehen für Freude und für Friede. Delfine verkörpern bedingungslose Liebe. Ihrem Wesen entspringt Harmonie und Einigkeit. Sie begegnen uns immer mit Freundlichkeit. Ein Appell an jedes mitfühlend Herz, und das meine ich jetzt nicht nur zum Scherz, lasst uns wie Delfine sein und stehen für den Frieden ein. Ohne Gewalt und ohne Aggression werden wir dann ernten unseren Lohn. Liebe umfasst Freiheit, Einheit und Frieden. Ich meine, lasst euch nicht spalten, ihr Lieben. Dass groß geschrieben wird, die Evolution. Sie ist jedoch nicht wirklich bewiesen, doch lassen wir sie uns aber auch nicht vermiesen. Diese Theorie in aller Munde macht auf unserem Planeten schon lang die Runde, dass wir stammen ab vom Affen, salopp gesagt, ich kann's nicht raffen, denn wer hat bewiesen diese Theorie? Mir scheint sie eher als Ironie, als Präpotenz und Dekadenz gegenüber unserer göttlichen Präsenz. Evolution, ein Weltbild, das ich nicht kann teilen, werde nicht in dieser Theorie verweilen, denn demgegenüber steht die Involution, bei dem so manche Wissenschaft hat keine Ambition, sie zu studieren, geschweige denn zu lehren, Wissenschaft in aller Ehren, doch tut es nicht gut, nur den Materialismus zu verehren.